So, davon ausgehend, dass die Uhr hier stimmt, herzlich willkommen zum Tech and Hop Volume 15, heute mit dem Titel HPE Aletra, die Storage-Lösung der nächsten Generation. Und wir haben uns gedacht, wir wollen heute mal eintauchen in die Welt moderner, leistungsstarker und zukunftsweisender Storage-Technologien und Ihnen zeigen, wie wir hier mit HPE Aletra neue Maßstäbe setzen können. Im Verlauf des Webinars, dafür habe ich den David ja auch dabei, werden wir Ihnen heute nicht nur Features und Vorteile der HPE Aletra-Serie vorstellen, sondern wollen auch konkrete Anwendungsbeispiele und praktische Tipps zeigen, die vielleicht in Ihrer IT-Infrastruktur auch umgesetzt werden können. Hier ist es egal, ob es um Datenverwaltung geht, Kostenreduktion oder auf die Herausforderung der digitalen Transformation. Wir möchten Sie unterstützen und zeigen, was mit HPE Aletra alles geht. Und ich denke, damit können wir sofort starten. David, hast du Bock? Ich hab Bock. Ist genau dein Thema, oder? Klar, geht um Biotechnik, dafür bin Dann ich immer zu haben. leg los, stell dich mal vor. Hallo, mein Name ist David Hammes. Ich arbeite jetzt seit guten 2 Jahren hier beim KIS-Systemhaus. Ich bin verantwortlich für den Bereich Infrastruktur hier. Mit meinem Team kümmern wir uns also so um Themen wie Storage, Backup-Infrastrukturen und Host-Virtualisierung. Und ja, werde heute ein bisschen was über das Beispiel Aletra MP mal im Groben und Ganzen erklären. Ja, danke dafür. Mein Name ist Mike Guder, als Senior Account Manager seit knapp 9 Jahren Teil der KIS-Systemhausgruppe, immer wieder gerne auch Moderator dieses Formats hier. Und ja, Sie haben vielleicht anfangs eben auch schon mitbekommen, dass das mit dem Ton und heute nicht im Studio und so. Ich nutze von unserem Unternehmen die Möglichkeit der Vacation und bin im Ausland dieses Mal und versuche jetzt bestmöglich hier dieses Webinar mal ganz anders heute zu gestalten. Deswegen, falls wir mal eine Latenz haben, David oder so, Sie wissen, liebe Zuschauer, woran es liegt. Wir wollen das aber heute so wie immer versuchen. Die Kollegen möchten Sie natürlich auch grüßen aus dem Account Management. Hier haben Sie ja verschiedene Zuteilungen. Manche von Ihnen habe ich schon gesehen, kenne ich natürlich persönlich. Manche sind bei Ihnen, bei den Kollegen in besten Händen. Wenn irgendwelche Rückfragen im Rahmen dieses Webinars entstehen sollten, wie immer natürlich unser organisatorischer Hinweis, gerne die Konsole der Chatfunktion benutzen und uns Rückfragen stellen. Ein Teil aus diesen Fragen werden wir gleich direkt beantworten. Deine Feuerprobe, David, du bist das erste Mal dabei. Und ja gut, kann mich auch treffen, je nachdem, was es für Fragen sind, wenn es vertrieblich ist. Hoffen wir mal, dass technisch ist. Kriegen Ansonsten wir schon hin. gerne an sales@k-is.com die Fragen senden. Die bekommen Sie im Nachgang sowieso garantiert dann auch beantwortet von Ihrem bekannten Account Manager. Ja, was haben wir heute für Sie vorbereitet? Eigentlich alles wie immer. Wir haben Ihnen 2 verschiedene Biere gestellt. Dieses Mal aus der Kirner Brauerei. Gehe ich gleich kurz drauf ein. Kann ich aber schon mal vorwegnehmen. David, das war deine Empfehlung. Die kommen aus deiner Region und du hast dich verbürgt, dass das gut schmeckt. Jawohl, also alle Beschwerden direkt an mich dann. Ganz genau. Dann hast du aber auch heute vorbereitet, wie ein Pre-Sales-Gespräch beim KIS-Systemhaus abläuft, wenn man sich für komplexe Themen wie eine HPE Aletra entscheidet. Dann wollen wir natürlich auch mal kurz in das Aletra-Portfolio mit Ihnen reinschauen, möchten Ihnen anhand der MPB 10.000 von Aletra auch Features vorstellen. Ich glaube, hier haben wir kurzfristig noch eine Umbenennung gehabt, oder? Die hieß vor kurzem noch anders. Richtig, bis vor einer Woche hieß das Ganze noch HPE GreenLake for Block Storage MP. Auf der HPE Discover gab es dann aber dann nochmal ein Rebranding, aber dazu sage ich dann gleich noch ein, zwei Sätze. Wunderbar. Zum Abschluss dann die Fragen und der kleine Ausblick. Was kommt denn als nächstes? Ja, wir haben es ja gerade schon angeteasert und es ist ja auch keine Überraschung. Sie werden das Paket ja nicht gerade erst auspacken. Wir haben Ihnen 2 Biere aus der Kirner Brauerei zugesandt. Die Kirner Privatbrauerei ist eine Brauerei im rheinland-pfälzischen Kirn. Daher der Name, wurde im Jahr 1798 vom Kirner Gastwirt Jakob Andres gegründet, der den Grundstein für dieses erfolgreiche Familienunternehmen gelegt hat. Und auch nach über 200 Jahren ist diese Brauerei mit ihrem Sitz immer noch in Kirn. Und das ist heute auch eine der wichtigsten Braustätten in Rheinland-Pfalz. Und wir haben uns diesmal nicht für das meistverkaufte Bier entschieden, nämlich das Pils, sondern wir haben Ihnen auf Empfehlung von David das Landbier Hell und das Landbier Dunkel mal zugesandt. Einmal das helle Untergärige, das durch seine naturbelassene Herstellung alle wertvollen Inhaltsstoffe, die beim Brauen entstehen, auch beibehält, mit malzig-süffigem Charakter und dezenter Hopfung.
Das muss ich allerdings erst gleich auf den Prüfstand stellen, weil ich würde mich dem Landbier Dunkel jetzt zum Start einmal widmen. Das ist das naturtrübe und Kastanienbraue, besticht durch unverwechselbares Karamellaroma und unter Verwendung heimischer Gerste ergibt sich hier ein malzig-süffiger Antrunk mit dem Duft einer frischen Brotkruste. Da bin ich ja wirklich mal gespannt. Ja, wenn Sie nach dem Webinar gleich oder vor allem nach der Bierverkostung noch nicht genug haben vom Kirner Bier, dann gibt es auch den Kirner Spezialbiertag 2024. Am 30. November ab 11 Uhr geht es da los. Dieses Mal auch wieder direkt auf dem Brauereihof der Kirner Brauerei. Und das Coolste ist, dass Sie hier wirklich als einer der ersten die neuen Produkte probieren können, die an diesem Tag auch erstmalig präsentiert können. Dabei wünsche ich viel Spaß. Und dann gehen wir auch ins Eingemachte. Ich bin gespannt, ob ich hier die Brotkruste rausriechen kann. Das wollte ich jetzt auch testen. So. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, lieber David, vielen lieben Dank und auf Sie. Prost. Ich bin nicht so der Biersommelier, ganz rausriechen kann ich nicht, aber es schmeckt. Finde ich auch. Auch Okay, noch eine David, Empfehlung von mir vom also. Kirner, das Hunsrück Helle. Haben wir jetzt nicht dabei, aber auch noch sehr empfehlenswert. Also meinen Segen hast du, es schmeckt sehr gut. Sehr gut. Ja, wollen wir auch vorwärts zu HPE Aletra gehen, einmal kurz unser Unternehmen vorstellen, die, die jetzt schon öfter dabei sind. Wir haben ja viele, die uns glücklicherweise immer wieder begleiten. Ich mach's kurz und knackig. Das KIS Systemhaus ist 1996 gegründet worden von unserem CEO Ingo Kubatschka. Der führt es bis heute. Wir sind also bis heute Inhaber geführt, sind mittlerweile an 8 Standorten in der Dachregion verteilt. Im Hintergrund sehen Sie unser Headquarter, unseren Campus, eine ehemalige Grundschule, die wir kernsaniert und zu unserer Zentrale auserkoren haben. Wir sind knapp über 100 Mitarbeitenden über die Standorte verteilt und immer wieder auch ein freundlicher Hinweis von der Geschäftsführung. Es wird immer wieder vorgelebt, Family First. Das ist ein Thema, warum wir das auch oben rechts immer wieder ausweisen. Wir sind familienfreundlich zertifiziert und rezertifiziert und es ist ein Thema, wo man sich einfach bei uns auch darauf verlassen kann, dass wir solche Werte leben und auch unseren Mitarbeitern gerne mitgeben. Ja, ganz kurzer Überblick über unsere Niederlassungen und verschiedenen Gesellschaften, auch über unsere Gesellschaft in anderen Farben in Österreich in Verbindung mit der Firma Kainsbauer und das Systemhaus vor Ort als unser Tochterunternehmen. Als klassisches Systemhaus bieten wir natürlich Infrastrukturlösungen an. Ein Teil davon gehen wir heute natürlich mit HPE Aletra drauf ein. Wir haben aber auch natürlich im Bereich Network and Security, Virtualization oder mit Project Management Themen, wo wir Sie gerne unterstützen möchten. Mit Steadyprint eine eigene Software, die wir schon in anderen Tech and Hubs betrachtet haben. Und im Bereich der Cloud auch eine rechenzentrumsbasierte Lösung, wo wir die komplette Infrastruktur selbst stellen, so dass wir hier auf, ja, eigentlich als Komplettdienstleister für viele Themen für Sie gerne der Ansprechpartner sein möchten. Ja, als starke Partner sind heute natürlich vor allem Hewlett-Packard Enterprise hervorzuheben, mit denen gemeinsam wir dieses Webinar heute machen. Aber auch unsere anderen Ihnen bekannten Partner sind wichtig, um unsere Lösungen wirklich bei Ihnen auch implementieren zu können. Hier sind wir oftmals hochzertifiziert mit gutem Partnerstatus und unsere Techniker sind dort immer am Ball, die bestmöglichen Lösungen für Sie auszuarbeiten. Puh, so, genug Monolog, ich stoße nochmal mit an. Und würde so langsam auch den Ball mal zu dir rüberspielen wollen, David. Das Pre-Sales-Thema im KIS Systemhaus, wenn jetzt eine technische Anfrage reinkommt, in dem Fall natürlich, man möchte sich mit dem Thema Storage beschäftigen, wie gehen wir denn da am besten vor? Genau. Ich finde es halt sehr wichtig, dass wir das mal ansprechen, weil das ist einfach ein Thema bei uns, da geben wir uns sehr viel Mühe und stecken da einfach auch sehr viel Arbeit rein. Grundsätzlich fängt das Ganze natürlich an, der Kunde meldet sich bei uns meistens über einen Account Manager und fragt grundsätzlich erstmal an, was sie vorhaben. Diese Infos gehen dann vom Account Manager erstmal an einen Techniker, entweder an mich oder an eins meiner Teammitglieder.
Und wir machen uns dann natürlich erstmal schon mal Gedanken zu den ursprünglichen Anforderungen vom Kunden. Wir sammeln schon mal Daten, gucken uns schon mal an, was könnte man machen, was schwebt uns so vor. Wichtig ist dann aber, dass wir direkt auf den Kunden zugehen und auch eben dann direkt das Gespräch suchen von Techniker zu Kunde, damit wir hier einfach schon mal alles Mögliche abfangen können. Wir klären im Vorhinein schon, wie sind die Begebenheiten aktuell, was kann zum Beispiel von der Infrastruktur verwendet werden, was muss überhaupt erneuert werden, um die Anforderungen vom Kunden zu ermöglichen und all diese Dinge. Gerne, wenn es dann auch um größere Projekte geht, machen wir auch nutzen wir verschiedene Softwarelösungen, um über einen längeren Zeitraum Daten zu sammeln, um halt eben genau sehen zu können, okay, was sind wirklich die Anforderungen dieser aktuellen Infrastruktur und wie können wir das am besten umsetzen. Sobald wir dann alle Infos haben, alles mit dem Kunden auch geklärt haben, der Kunde dann auch schon mal grundsätzlich informiert wurde, wie könnte so eine Lösung aussehen, was kommt da ungefähr, was schwebt uns so im Kopf vor, dann gehen wir auch direkt ins Gespräch mit HPE selbst, sei es jetzt mit der Sales-Abteilung oder auch mit der technischen Abteilung von HPE und koordinieren das dann nochmal, planen dann genau, welche Hardware hier in Frage kommt, in welcher Größe, welche Funktionen wichtig sind, worauf Wert gelegt werden muss. Zum Beispiel, wir denken dann halt auch schon weiter, wenn es um Storage geht, wir denken dann auch schon direkt an das Thema Backup. Gibt es da schon etwas, wo wir dann eine Lösung integrieren können, worauf ist zu achten? Oder greifen wir das Thema direkt mit an und gucken, dass wir das direkt schlüssig planen? Und sobald das alles steht, gibt es dann auch immer noch Möglichkeiten, dass wir dann noch weitere Meetings mit Kunden und HPE zum Beispiel koordinieren, falls der Kunde noch irgendwelche Fragen hat oder einfach generell nochmal über das Thema informiert werden möchte oder über Einzelheiten informiert werden möchte. Es ist ja meistens dann einfach auch ein sehr anspruchsvolles Thema, wo einfach über viele Dinge gesprochen werden muss. Aber uns ist da einfach wichtig, den Kunden komplett abzuholen, keine Fragen offen zu lassen und halt eben möglichst bestmöglich zu beraten. Und ja, das Endergebnis ist dann ein Angebot, das von unserem Vertrieb dann erarbeitet wird und dem Kunden zugesendet wird. Ja, man merkt ja an der Stelle, dass sich da vieles gewandelt hat. Das ist alles komplexer geworden. Man merkt, um eine passgenaue Lösung anbieten zu können, sind Gespräche nicht nur mit dem Kunden, sondern auch mittlerweile mit dem Hersteller vonnöten. Aber dafür kann man sich dann auch darauf verlassen, dass man wirklich auch viele Jahre aufs bestmögliche Pferd gesetzt hat. Und dafür haben wir das alles auch ein bisschen erweitert. Und daher dauert es vielleicht auch schon mal einen Tag länger, bis man so ein komplexeres Angebot dann wirklich auch bestellfähig in den Händen hat. Genau. Das ist halt irgendwo auch ein bisschen eine Philosophiefrage. Wir haben halt eben nicht diese One-Solution-Fits-All-Lösung, die man natürlich auch machen könnte. Aber wie ich eben gesagt habe, es gibt so viele Faktoren zu beachten. Das ist einfach der Weg, den wir einschlagen und mit dem ich auch persönlich sehr zufrieden bin. Wunderbar. Ich bin schon eine Folie weitergehuscht, nämlich auf die HPE Aletra-Modelle im Überblick. Da wolltest du uns ja heute auch noch sowohl zum Portfolio als auch auf einzelne Geräte eingehen und ein bisschen was zu erzählen. Genau. Also grundsätzlich muss man sagen, wir werden heute viele Dinge grob ansprechen, über die man theoretisch auch ein eigenes Tech and Hop machen könnte, wenn man da wirklich ins Detail geht. Also wenn Sie da im Nachhinein Fragen haben sollten, wie der Mike eben schon gesagt hat, wenden Sie sich da per Mail oder was auch immer an uns, dann kann man das auch im Nachhinein noch klären. Ja, wir legen einfach mal los. Grundsätzlich erstmal das HPE Aletra Portfolio. Wie Sie hier sehen, haben Sie da ein paar Storages aufgezeigt. Wir fangen einfach mal ganz links an bei der MSA. Das ist wirklich, wie es da steht, ein simples Storage. Viele der Enterprise-Funktionen, über die wir heute noch sprechen, sind hier einfach nicht vorhanden. Ganz einfach, weil es hier nicht benötigt wird. Es ist einfach ein solides Storage mit solider, sehr guter Performance. Vor allem, wenn man hier auch auf Full-Flash-SSDs, Festplatten setzt. Hier ist nämlich auch eine hybride Konfiguration möglich, wo sowohl SSDs als auch etwas schnellere HDDs und sehr langsamere HDDs genutzt werden in einem Tiering-System. Die MSA erfüllt einfach die Anforderungen, Speicherplatz mit guter Performance und solider Verfügbarkeit bereitzustellen. Wenn wir dann einen Schritt nach rechts gehen, fangen wir auch schon in dem Aletra-Portfolio an. Die Aletra 5000 hier aus der Nimble-Familie gewachsen, ist ein hybrides Storage, also auch mit HDDs, mit sich drehenden Festplatten, etwas langsamer, dafür größere Kapazität und einigen SSDs, die als Cache dienen, die aber natürlich auch als reiner Speicherplatz gepinnt zugeordnet werden können.
Der Alletra 6000 hingegen ist hier dann wirklich auch schon ein Full-Flash All-NVMe Storage, das auch schon viele Enterprise-Features hat. Und die Alletra 9000 natürlich nochmal dann die größere Version davon, mehr Performance, mehr Leistung, mehr Kapazität. Genau. Und wo die Alletra 6000 anfängt und die Alletra 9000 aufhört, da kommt eben dann jetzt die HPE GreenLake for Block Storage MP B10000 zum Einsatz. Das ist jetzt der neue Name nach Rebranding. Ich werde in Zukunft vermutlich nur noch Alletra MP sagen. Ganz kurz aber zur Erklärung vom Namen. MP steht für Multiprotokoll, weil es gibt diese Alletra MP sowohl einmal als Block Storage, dafür hier das B, als auch als File Storage. Das wäre dann HPE GreenLake for Block Storage X10000. Und in Zukunft wird es eben auch dieses X10000 sowohl für File als auch für Object Storage geben. Dafür das X, das soll dann irgendwie divers heißen. Genau, hier sind sowohl sehr kleine Konfigurationen möglich mit der Alletra MP, als auch wirklich sehr große Konfigurationen möglich. Je nach Konfiguration und Bestückung mit Festplatten gehen wir auch gleich noch etwas genauer drauf ein, was die Hardware da angeht. Aber das ist ungefähr in diesem Bereich, wo Alletra 6000 und 9000 sind. Alles darüber hinaus wäre dann schon HPE XP, werden wir heute aber nicht wirklich drauf eingehen. Ja, was vielleicht auch ganz unten noch steht, könnte interessant sein, falls Entscheider auch heute mithören. Man kann die Lösung von HPE klassisch als CAPEX oder auch als Service erwerben, so dass wir hier im Dialog auch für Sie die bestmögliche Option anbieten können, die zu Ihnen passt. Das würde dann zum Beispiel auch in dieser ganzen Presales-Thematik einfach schon auftreten. Genau. Die Alletra MP Hardware ist aufgebaut. Also erstmal, was ich sehr interessant finde, sie ist sehr klein, mit nur zwei Höheneinheiten. Wenn man bedenkt, was da im Endeffekt doch für eine Leistung dahinter steckt und für eine Kapazität, ein ungewöhnlich kleines Storage. Grundsätzlich aufgebaut ist die Alletra MP mit zwei Knoten, die unabhängig voneinander arbeiten können. Der Unterschied zum Beispiel von der Alletra MP zu der 6000 oder auch der 5000 ist zum einen auch, dass die Knoten beide aktiv sind. Bei den anderen Alletra-Modellen haben wir immer einen aktiven Knoten und einen passiven Knoten. Also nur einer ist tatsächlich an den Lese- und Schreibprozessen innerhalb des Frontends wirklich aktiv und kann sozusagen auf den anderen Knoten rüberschwenken, sollte es irgendwie ein Problem geben mit dem Knoten oder während eines Upgrades. Bei der Alletra MP sind wirklich beide Knoten durchgehend aktiv und am Arbeiten und am Datenverarbeiten. Kannst gerne schon mal eins weitermachen. Ja, natürlich. Genau, hier sehen wir dann die Alletra MP einmal von der Hinteransicht. Hier der Punkt 6 zum Beispiel, das sind die OCP-Slots. Wir haben einmal unten einen Controller und darüber nochmal einen Controller. Wie gesagt, beide aktiv, aber natürlich trotzdem redundant. Also ein Controller kann jederzeit ausfallen, ohne dass man hier wirklich mit Verbindungsproblemen zu kämpfen hat. Die Nummer 6 hier, das sind die OCP-Slots. Das heißt, die oberen sind grundsätzlich für die Frontend-Verbindungen zuständig. Das kann entweder iSCSI sein per 10G oder 25G. Das kann aber auch Fiber Channel sein mit 32G. Und jetzt sogar in der neuesten Version, also in der neuesten Softwareversion von der Alletra MP ist auch 10G Base-T möglich, je nach Adapter, der dann eben genutzt wird. Die unteren OCP-Slots in beiden Controllern sind 100G-Verbindungen. Da kommen wir auch gleich noch zu. Wichtig für zum Beispiel dann Erweiterbarkeit etc. Wir sehen auch zwei Netzteile hier in dem Storage-System. Beide Controller können auch mit nur einem Netzteil mit Strom versorgt werden. Also das ist nicht so, dass ein Controller jetzt ein eigenes Netzteil hat, sondern das ist wirklich komplett redundant aufgebaut. Sonst haben wir dann da noch einen ILO-Port, wie man das, wenn man schon mal mit HPE-Hardware gearbeitet hat, von ProLiant-Servern kennt, einfach als Management-Schnittstelle, die wichtig sein kann, zum Beispiel, wenn es um Ausfalltests geht und man einfach sicher gehen möchte, dass man rund um die Uhr einfach einen direkten Blick auf die Hardware hat und was eben im Hintergrund vor sich geht. Wir haben dann ganz normal unsere Admin-Ports für die Management-Schnittstelle und wir haben noch Serial-Ports, wenn es wirklich mal ums Troubleshooting geht. Sehr interessant ist hier der Punkt 5, ganz links oben, das CDM oder Chassis Discovery Module.
Das kann zum einen zur Einrichtung genutzt werden. Die Aletra MP hat nämlich eine Funktion, die kann tatsächlich über ein Bluetooth-Modul, das dann an dieses CDM angeschlossen wird, mittlerweile per App eingerichtet werden. Wo ich anfangs sehr skeptisch war, zugegebenermaßen. Aber es funktioniert sehr gut und sehr schnell. Man hat grundsätzlich eh sehr viel Wert darauf gelegt, dass so die Einrichtung, bis man wirklich mal das funktionierende Storage hat, sehr einfach gestaltet wurde, sehr übersichtlich und unkompliziert. Im Endeffekt so ist der größte Aufwand wahrscheinlich bei dem Aufbau wirklich die Verkabelung und die Planung im Vorhinein. Wenn das alles schon fertig vorbereitet ist, dann hat man so eine Aletra MP innerhalb von 10 Minuten, sage ich jetzt mal realistisch. Also ich habe schon gehört, es geht wesentlich schneller, aber ich sage mal so 10, 20 Minuten und dann hat man wirklich die Aletra MP so weit eingerichtet, dass man auf die Management-Oberfläche kommt und so weiter. Grundsätzlich ist das CDM auch nach der Einrichtung praktisch, weil es einfach ein Stück Hardware ist, das zu jeder Zeit eben eine Verbindung zu beiden Knoten hat. Also kann man auch Wie dann im das mit laufenden dem, Betrieb angeschlossen lassen. wie das mit der Management-Oberfläche aussieht und wie einfach das ist, das zeigst du ja gleich auch noch kurz. Generell finde ich es wirklich erstaunlich zu sehen. Du hast schon gesagt, das hat zwei Höheneinheiten. Es ist wie so zwei Pizzakartons und trotzdem ist alles redundant darin ausgelegt, sodass man hier wirklich sagen kann, okay, innerhalb eines einzelnen Brandabschnitts ist man hier wirklich, was die Redundanz an dem Faktor, an dem Punkt angeht, bestmöglich aufgestellt. Das ist cool. Absolut. Ja, bevor du jetzt hier weiter drauf eingehst, müssen wir noch mal. David, dein Bier? Ja, sorry, ich musste gerade kurz was gucken. Das Marketing gibt sich sehr viel Mühe, dass wir unser Bier zu Ende trinken, deswegen müssen wir diese Folie nur ernst nehmen. Finde das auch sehr gut. Bin ich großer Fan von. Das glaube ich. Genau, HPI Aletra, die MPB 10.000 oder wie du sagst, Aletra MP, die Features, wir haben gerade schon angeteasert, die Einrichtung, aber auch andere Übersichten über die Features, die Ausfallsicherheit. Man merkt schon, wir wiederholen hier ein paar Themen. Jetzt wollen wir es aber auch einfach mal zeigen, wie es wirklich aussieht. Willst du zu der Folie noch was sagen oder soll ich direkt weiter? Nö, ich denke, wir können direkt weiter. Genau, also grundsätzlich erstmal, ich werde jetzt einfach über ein paar Features kurz sprechen. Das ist jetzt genau dieses Thema, was ich eben schon angesprochen hatte. Hier kann man jetzt unglaublich tief ins Detail gehen. Für mich wäre es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn wir über die ganzen Themen nochmal ein eigenes Tick-and-Hop machen. Das bedeutet für mich, ich kriege mehr Bier, aber da gucken wir dann mal. Also grundsätzlich, was ich eben gesagt habe, wir haben zwei aktive Knoten. HPE garantiert eine hundertprozentige Verfügbarkeit, also da ist definitiv ein Vertrauen in die Hardware da. Und ein schönes Wort ist hier einfach disaggregiert. Was sehr beeindruckend ist an der Aletra MP, ist die Möglichkeit, dieses Storage zu erweitern. Also im 8-Kerne-Modell ist das noch nicht möglich, aber es gibt noch ein 16-Kern- und ein 32-Kerne-Modell von der Aletra MP. Ab dem 16-Kerne-Modell kann man ohne weitere Hardware einfach so zwei weitere Chassis anbinden. Das heißt, nochmal 48 Festplatteneinschübe einfach mehr. Die werden dann über die eben angesprochenen OCP-Ports miteinander über ein 100G Networking verbunden. Disaggregiert bedeutet hier aber auch, wir können nicht nur Chassis hier erweitern, um die Festplattenkapazität zu erhöhen. Wir können auch wirklich einzelne Knoten erweitern, um einfach mehr Rechenpower für das Storage bereitzustellen. Wir können zum Beispiel ein Chassis mit nur einem Knoten dann noch anbinden, einfach um diese zusätzliche CPU-Power oder den Arbeitsspeicher zur Verfügung zu stellen, sollte es hier wirklich mal zum Engpass kommen und nicht in der Festplattenkapazität. Das ist so bei Storages auch eher selten. Wir haben auch die Möglichkeit, mit der Aletra MP was Disaster Recovery und HA angeht, eine synchrone Spiegelung zu konfigurieren. Also folgendes Szenario: Ein Kunde hat mehrere Serverräume, im Idealfall drei. Dann wäre nämlich in jedem dieser Serverräume wären dann Server, die CPU und RAM bereitstellen und ein Storage. Diese würden alle miteinander kommunizieren, sodass, wenn ein Serverraum komplett ausfallen sollte, sei es jetzt, weil die Kabel durchgeschnitten wurden oder warum auch immer, ein Stromausfall passiert ja auch hin und wieder, würde ohne jegliche Ausfallzeit eben diese komplette Last, was Storage und so weiter angeht,
umgeschwenkt werden. Dafür würde ein Witness, ein Zeuge sorgen, der dann idealerweise in einem dritten Serverraum aktiv ist. Man würde also im Vordergrund nichts davon mitkriegen eigentlich, weil all die Zugriffe zum Beispiel auf das Storage automatisch umgeschwenkt werden würden, weil schon eine synchrone Spiegelung der aktiven Volumes eben auf dem anderen Storage-System wartet und aktiv geschaltet wird, mit genau dem Datenstand, der eben vorher auch aktiv geschaltet war. Kann in vielen Situationen absolut unbezahlbar sein, weil einfach diese RPO, also diese Zeit, bis man bei einem Ausfall wieder normal arbeiten kann, einfach unglaublich niedrig ist. Genau. Ja, da merkt man dann einfach auch, was du gesagt hast, starte klein, skaliere groß. Es geht mit einem Serverraum los und bei Kunden, die natürlich deutlich größer sind oder auch noch mehr Wert auf HA setzen, bis hin zu 3 Serverräumen kann man dann noch weitere Features einbauen. Das ist krass. Ja, und vor allem gerade Festplattenkapazität ist einfach ein Thema. Infrastrukturen wachsen, das ist so. Und man kann das ja im Vorhinein berechnen, oft kommt dann aber doch noch irgendwie ein unerwarteter Zuwachs hinzu, sei es jetzt, wir brauchen ein neues ERP-System oder ne, da gibt es ja unendliche Beispiele. Und man kann einfach durch diese disaggregierte Architektur einfach fast bis ins Unendliche skalieren. Geht natürlich auch, einzelne Festplatten nachzuschieben. Übrigens, das hatte ich jetzt noch gar nicht erwähnt, man muss nicht direkt ein neues Storage kaufen, sondern wenn man jetzt ein Storage-System hat, einer Litran P, und anfangs zum Beispiel nur 12 von 24 Festplatten verbaut hat, kann man auch diese 24 Festplatten einfach im laufenden Betrieb ergänzen. Das ist gar kein Problem. Und ja, wir haben hier übrigens auch, was meiner Meinung nach auch sehr interessant ist an der Hardware, wir haben nicht irgendwelche klassischen RAID-Controller verbaut, die eben für diese Redundanz der Festplatten sorgen, sondern das Ganze wird per Erasure-Coding gemacht. Das bedeutet im Endeffekt einfach nur, dass die Daten und auch die Redundanzdaten, sag ich mal, einfach in kleinere Teile zerstückelt werden und auf verschiedenen Speichermedien dann aufgeteilt werden, sodass hier dann auch bis zu 2 Festplatten ausfallen können. So am Rande. Genau, wir können dann hier gerne schon mal weiter. Eben schon mal kurz erwähnt, die 8-Core-Variante, die kleinste Variante in unserem Fall, ist dann wirklich nur die Erweiterung der Festplatten möglich. Man kann aber natürlich auch aus so einer 8-Core-Variante von einer Alletra MP eine 16-Core- oder eine 32-Core-Variante relativ einfach machen und das auch ohne Ausfallzeit, indem man wirklich nach und nach die Controller austauscht. Man kann die tatsächlich einfach ausbauen und durch einen Controller mit mehr Kernen ersetzen, ohne dass mit einer Ausfallzeit der Infrastruktur zu rechnen ist. Ab dem 16-Core können wir dann wirklich 2 JBOFs hinzufügen, also just a bunch of Flashes, einfach ein Flash-Festplatten. Und alles darüber hinaus, also sollten mehr als 3 Chassis dann irgendwann tatsächlich benötigt werden, dann würde diese Verbindung im Endeffekt über noch 100 G-Switche, die zusätzlich verbaut werden würden, ermöglicht werden, sodass wir bis zu 8 JBOFs im Endeffekt hier anschließen können. Und wenn man bedenkt, dass die größten Festplatten, die man aktuell in so einer Alletra MP verbauen kann, 30 Terabyte Kapazität haben, dann kommt man da schon auf einige Petabyte im Endeffekt. Also man kann wirklich theoretisch bei, ich glaube, 8 oder 10 Terabyte ist so die kleinste Konfiguration von so einer Alletra MP, bis zu mehreren Petabytes skalieren. Genau. Auf der nächsten Folie sehen wir dann auch kurz einfach mal so eine Oberfläche. Das ist jetzt wirklich die Web-GUI, die wir dann on-premise hätten, um eine Alletra MP zu administrieren und zu verwalten. War mir einfach wichtig, das auch mal zu zeigen, weil ich es einfach auch hier wieder sehr einfach aufgebaut finde. Ähnlich wie die Einrichtung hat man sich hier halt eben gedacht, wir machen das Ganze übersichtlich. Was auch sehr schön ist, weil im Endeffekt, wenn man so ein Storage hat, es soll schnell sein, es soll funktionieren, es soll sicher sein und man will einfach verstehen, was man tut, wenn man hier irgendwas einstellen möchte. Wir haben hier grundsätzlich erstmal eine Übersicht über die Kapazität. Die Alletra MP ist ja auch sehr stark, wenn es darum geht, um das Thema Datenreduktion. Also wenn wir hier 30,2 TB an Kapazität haben, ist das erstmal nicht das, was im Endeffekt auf die Alletra MP abgelegt werden kann, an zum Beispiel VM-Daten oder so. Wenn man hier großzügig rechnet, und großzügig meine ich in sicher rechnet, dann rechnet man grundsätzlich immer mit einer Komprimierungsrate auf so einer Alletra MP von mindestens 2:1.
Das heißt, wenn man 30 Terabyte ablegt, werden aus diesen 30 Terabyte im Endeffekt 15 Terabyte. Und bei den Beispielen, die ich kenne und auch schon eingerichtet habe und auch administriere, ist diese Datenreduktionsrate sogar wesentlich größer. Es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, was für Daten werden hier abgelegt. Wenn zum Beispiel verschlüsselte Daten sind, da gibt es nicht viel zu komprimieren oder besonders große Datenbanken, muss man sich auch nicht viel versprechen. Aber so diese ganz normalen Daten, die in so einer IT-Infrastruktur an VM-Daten oder so da liegen, da hat man schon wirklich sehr beeindruckende Komprimierungsraten. Genau, hier grundsätzlich nur als Übersicht. Auf der nächsten Folie haben wir dann eben so den Bereich, wenn es darum geht, das System zu verwalten. Wir können hier drüber auch schon unsere Software-Updates steuern. Wir können uns alle verbauten Hardware-Komponenten hier auch nochmal im Detail angucken und auch steuern. Natürlich wird das hier in der GUI dann auch genau angezeigt. Sehen wir auch gleich nochmal schön grafisch angezeigt, wo welche Hardware-Komponente dann im Endeffekt im Enclosure zu finden ist. Und ja, zum Beispiel auch wenn jetzt eine, geh ruhig nochmal zurück kurz. Oh, sorry. Alles gut. Wenn jetzt wirklich irgendwelche Hardwarearbeiten anstehen würden, wie die Erweiterung um Festplatten oder wirklich den Austausch von einem Controller, könnte man hier links oben über Service Storage System genau sagen, das habe ich vor. Man kriegt dann sogar noch nützliche Hinweise, man kriegt die technischen Datenblätter dazu zum genauen Ablauf, was zu tun ist. Und das Storage System wird eben auch softwareseitig dann darauf vorbereitet, dass eben dieser Hardware Change kommt. Jetzt darfst du. Hier haben wir jetzt einfach nur die Übersicht, wenn es darum geht, den Storage-Platz wirklich zu administrieren, sprich die Verbindung zu den Hosts über das Frontend, sei es jetzt ESXi oder Hyper-V. Und wir haben sogenannte Virtual Volume Sets. Was sich dahinter verbirgt, ist auch eigentlich sehr einfach. Das kann man sich vorstellen wie eine Gruppe aus Volumes, die dann eben zentral so einige Einstellungen einfach schon mal kriegt, sei es jetzt die Host-Zuweisung oder die Snapshot-Schedule, wie oft Snapshots gemacht werden sollen, wie lange diese aufbewahrt werden sollen, etc. Muss man dann nicht eben für jedes einzelne Volume konfigurieren, sondern kann über so ein Volume-Set gesteuert werden. Das spart einfach Zeit und macht das Administrieren grundsätzlich angenehmer. Hier würden wir natürlich dann auch die Replikation zu einem weiteren Array, zu einer weiteren Alitra MP konfigurieren. Aber in diesem Beispiel ist das jetzt nicht geschehen. Genau, hier sehen wir, es ist einfach sehr übersichtlich aufgebaut. Man gibt den Namen ein von dem Volume Set. Man sagt, für was es genau benötigt wird. Dementsprechend wird dann schon eine Performance Policy mit angegeben, die dann eben zum Beispiel auf das jeweilige Gastbetriebssystem am Frontend ausgewiesen ist, sei es jetzt, wie gesagt, ASXI oder ob eine Datenbank drauf liegt, was auch immer. Da gibt es schon viele vorgefertigte Performance Policies. Wir können hier dann direkt auch die Volumes erstellen, direkt auch mehrere Volumes erstellen, und diesen dann eben zentral dann die Snapshot-Schedule etc. oder auch eine Replication-Policy mitgeben. Bei dem Volume geben wir wirklich nur noch ein, wie viel Kapazität soll dieses Volume haben, und einen Namen geben wir dem Ganzen auch noch. Und dann ist das Ganze schon online und steht den Hosts zur Nutzung zur Verfügung. Hier sehen wir jetzt einfach kurz mal die Übersicht, wenn wir wirklich einen Drive austauschen sollten. Zeigt uns das Gerät auch direkt an, welches Drive dann auszutauschen wäre, schön grafisch dargestellt. Gibt uns dann hier noch ein paar Daten mit, die ich ausgeblendet habe, aber einfach alles schön übersichtlich und auf einem Fleck, um das Administrieren einfach schön einfach zu gestalten. Wunderbar. So, David, jetzt hast du aber wirklich eine ganze Menge erzählt und jetzt darfst du auch einen ganz großen Schluck trinken. Da freue ich mich. Weil ein Stimmt, Thema haben wir ja noch. mir fallen die ganze Zeit noch Sachen ein, die ich noch erzählen könnte. Also das ist schlimm bei sowas. Hast ja schon gesagt, dass das Thema wirklich genug Kapazitäten hätte, dass wir nochmal eigene Tackle-Hops darum gestalten könnten. Ich denke Absolut. aber, all diese Sachen, die dir da noch einfallen, dafür haben wir die persönlichen Dialoge und ich glaube, da kannst du noch viel mehr aus dem Nähkästchen plaudern. Das, denke ich, ist auch das, wofür wir dich dann haben und dazu holen. Und du bietest das immer so gerne an, dass wir dich dann auch dafür dazu holen sollen. Das machen wir dann auch. Wunderbar.
HPE GreenLake, das ist auch ein Thema, wo du heute noch drauf eingehen möchtest. Administration aus der Cloud, Troubleshooting und Performance-Analysen, auch mit dem beliebten Schlagwort KI und die All-Inclusive-Lizenzierung. Willst du das auf der Folie machen oder willst du einfach mit der nächsten direkt drauf eingehen? Wir können eigentlich direkt auf die nächste springen. Ein Thema, das ich auf jeden Fall ansprechen wollte, ist die Art und Weise der Lizenzierung bei so einem Alletra MP-Modell. Weil Lizenzierung kann grundsätzlich einfach sehr nervig sein. Im Endeffekt bezahlt man sehr viel Geld und am Ende fehlt dann doch irgendwie was, was vorher nicht beachtet wurde oder ein Feature, das dann im Nachhinein noch benutzt werden wollte. Und da muss man wieder gucken mit der restlichen Laufzeit und dass dieses, ja, ne, kennen bestimmt viele. Im Endeffekt ist es hier Das sehr sind die einfach ganz gemacht. beliebten Themen, die ich dann bearbeiten muss. Genau. Im Endeffekt hier sehr einfach gemacht. Es gibt eine Lizenzierung, das ist diese All-Inclusive-Lizenz. Da ist alles drin. Im Endeffekt wird nur die rohe Kapazität des Speichersystems lizenziert und all die Systeme, all diese Enterprise-Features, von denen ich noch nicht mal über die Hälfte wahrscheinlich gesprochen habe, die sind da halt mit drin. Ja. Man hat da keinen Hickhack, wenn es darum geht, was brauche ich und was brauche ich nicht, sondern wir haben eine Lizenz und im Endeffekt ist damit dann wirklich alles, ja, alles mit drin. Im Endeffekt GreenLake auch ein sehr großes Thema. Wir reden jetzt auch heute eigentlich nur über eine App sozusagen innerhalb dieser GreenLake Cloud, eine Applikation. Das ist die DSCC. Die Data Service, oh Gott, jetzt muss ich nochmal gucken. Data Services Cloud Konsole, genau. Das ist, wenn man immer nur mit zu vielen Kurzfassungen von Wörtern arbeitet. Die DSCC ist einfach für die Storage-Administration da. Im Endeffekt über GreenLake ist ja eine Cloud-to-Hybrid-Lösung. Man kann ja seine VMs dort auch hosten und direkt halt eben dann auch mit On-Premise-Maschinen kommunizieren lassen. Das Ganze dann eben darüber verwalten, auch Aruba-Lösungen, das läuft auch alles über GreenLake. Aber wir reden heute nur über die DSCC erstmal und auch nicht da über alle Punkte, weil auch Disaster Recovery, da gibt es Lösungen und Möglichkeiten, aber das überspannt einfach etwas den Bogen. Grundsätzlich die DSCC, Cloud-Lösung, viele werden schon sagen, ja, Kommunikation mit der Cloud, eigentlich nicht so unser Ding, öffentliche Einrichtungen dürfen es zum Beispiel ja auch gar nicht bis zu einem gewissen Punkt. Deswegen hier schon mal der Hinweis, die Kommunikation mit der Cloud funktioniert hier nicht in beide Richtungen, sondern das Storage bei Ihnen on-premise kommuniziert mit der HPE Cloud, die HPE Cloud aber nicht mit Ihrem Storage. Im Endeffekt, wenn dann irgendwelche Aufgaben in der Cloud erstellt wurden, die auf dem Storage ausgeführt werden sollen, die werden abgefragt und so weiß das Storage dann Bescheid. Also die Kommunikation geht hier wirklich nur in eine Richtung. Grundsätzlich, GreenLake Cloud bringt uns hier auch proaktive Analysen einfach. Sollte das Storage irgendwelche Probleme feststellen, sei es auch in der Konfiguration, durch die KI-Unterstützung werden diese Probleme eben direkt behoben. Das funktioniert tatsächlich auch übergreifend, wenn bei irgendeinem anderen Kunden, der die Alletra MP einsetzt, ein Fehler festgestellt wurde bei einem bestimmten Vorgehen, wird dieses Wissen eben zentral genutzt. Hierbei werden natürlich keine Kundendaten übermittelt, sondern wirklich nur die Telemetrie. Und das wird dann eben proaktiv auf alle Alletra MP-Anwendungen angepasst. Auch wenn Performance-Engpässe erkannt werden durch diese KI, werden hier auch Vorschläge gemacht, um die Workloads eben zum Beispiel besser zu verteilen und die Performance hier zu verbessern. Und es erkennt auch grundsätzlich Probleme, wenn zum Beispiel eine neue Softwareversion nicht kompatibel ist mit der aktuellen Konfiguration, die man fährt, dann wird man darüber auch hier direkt informiert. Und auch die Energieoptionen werden automatisch eben über diese GreenLake Cloud dann optimiert. Grundsätzlich, wofür wir die DSCC am meisten nutzen, ist wirklich die Administration. Weil im Endeffekt, wenn man dann auch mehrere Storages zum Beispiel im Einsatz hat, hat man hier einfach einen zentralen Punkt, um diese Administration von Storages bewerkstelligen zu können. Also alles, was wir theoretisch über die Web-GUI machen können, können wir auch über diese Cloud-Konsole machen. Wir sehen auch sehr ausführliche Analysedaten, einfach Performance-Daten von der aktuellen Umgebung. Sei es jetzt, wie viele IOPS zu welcher Uhrzeit auf welchem Loon, auf welcher VM laufen. Das sehen wir auch gleich nochmal ein bisschen, deswegen schneide ich das jetzt auch nur ganz kurz an.
Wir können wirklich über einen langen Zeitraum dann nachverfolgen, wo es wirklich Performance-Engpässe gab und wie diese dann auch vermutlich zustande kamen. Wir sehen natürlich auch die Kapazitätsnutzung über Zeit, wie der Wachstum eben war, um da auch ordentlich planen zu können. Weil, wie gesagt, IT-Infrastrukturen wachsen immer und das meistens schnell. Wir haben aber auch zum Beispiel ein Sustainability Insight Center, wo wir einfach die CO2-Emissionen, die durch die Hardware erzeugt werden, sehen, den Stromverbrauch sehen, was auch ein immer wichtigeres Thema wird. Und das halt eben alles über eine Oberfläche. Ein Punkt, auf den ich auch noch ganz kurz eingehen möchte, weil ich es einfach sehr interessant finde, ist die PCBE. Wieder kurze Wörter. Das ist die Private Cloud Business Edition. Das ist wirklich dann halt eben ein Punkt für die hybride Verwaltung von On-Premise- und Cloud-Umgebungen, sei es jetzt von VMs oder auch von Storage-Systemen. Und da kannst du auch gerne mal so die Folie noch weitermachen, bitte. Weil da sehen wir wirklich, genau, Beam komme ich auch noch gleich zu sprechen drauf. Kannst gerne noch einen Du wolltest weitermachen, bitte. wahrscheinlich auf die, oder? Genau, richtig, Dankeschön. Also hier sehen wir es eigentlich ganz gut. Wir haben hier wirklich eine VM als Beispiel und können ganz genau nachvollziehen, okay, da liegt diese VM, also am Beispiel VMware jetzt natürlich, da liegt jetzt die VMDK dieser VM, die liegt auf folgendem Data Store, dass der Data Store so ausgelastet liegt, ist mit diesem Host verknüpft und so weiter. Also wir können diese gesamte Kette nachvollziehen und so eben haben die größtmögliche Wahrscheinlichkeit, hier wirklich das Performance-Problem genau festzustellen, wo es liegt, wenn es eins gibt. Grundsätzlich auch, ich habe es eben angesprochen, beim Preset machen wir uns darüber schon Gedanken. Thema Datensicherung, riesiges Thema. Und die Kommunikation zwischen Datensicherungssoftware und Storage ist unglaublich wichtig. Da sind wir auch wieder bei diesem Thema RPO. Wir haben mit der Alletra MP die Möglichkeit, Storage Snapshots zu machen, natürlich, über das Storage selbst. Beam kann diese natürlich auch erstellen und dann auch Application Consistent, also nicht nur Crash Consistent, sondern wenn da eine VM ist mit Datenbanken, kann über das Guest Processing eben die VM in einen Zustand versetzt werden, wo diese Datenbank dann konsistent gesichert werden kann. Das auch bei Snapshots. Grundsätzlich das Sichern über Storage Snapshots mit der entsprechenden Beam-Version, Beam-Lizenz natürlich, liefert einfach zum neben Performance-Vorteilen einfach den Vorteil, dass die Infrastruktur wesentlich weniger belastet wird. Weil hier würde einfach ein VMware-Snapshot, wieder im Beispiel VMware natürlich, gemacht werden. Dieser würde ja bei einer normalen Sicherung so lange bestehen, bis die Sicherung abgeschlossen ist und dementsprechend immer, wenn Daten während diesem Zeitraum hinzukommen, weiter wachsen. Über den Storage Snapshot würde dieser VMware Snapshot erstellt werden, dann würde ein Storage Snapshot erstellt werden und der VMware Snapshot könnte schon wieder gelöscht werden und die Sicherung findet wirklich nur noch über diesen Storage Snapshot statt. Das ist einfach wesentlich weniger Belastung für die CPU oder generell die Serverkomponenten von so einer IT-Infrastruktur. Genau, sonst Green Deck Cloud, wie gesagt, sehr groß. Auch die Lizenzierung wird zum Beispiel hierüber gesteuert. Auch die Lizenzierung dann von so einer Alletra MP wird direkt dann bei der Einrichtung schon über die Seriennummer zugewiesen und dann kann das Ganze eigentlich auch schon losgehen. Es gibt dann auch noch Features wie ein One-Click-Update, wo alle Hardware-Komponenten in so einer IT-Infrastruktur, sei es jetzt Switche oder Storage oder dann die Prolian-Server für das Frontend, sozusagen über die Cloud mit einem Klick geupdatet werden können, wo dann im Vorhinein schon Kompatibilitätsprüfungen stattfinden, die dann auch softwareseitig eben schauen. Zum Beispiel bei einer Alletra 6000 hat man dann ja auch auf den ESXi noch eine gewisse Software für das Multipathing, was bei der Alletra MP übrigens nicht notwendig ist. Da wird mit den normalen SRTP Alua Rules von VMware gearbeitet und Round Robin. Und ja, es gibt da sehr viele Features, die einfach A, ein gutes Bauchgefühl geben, was die Stabilität und die Sicherheit der Infrastruktur angehen und B, einfach sehr zeitsparend sind und dementsprechend auch kostensparend. Genau. Ich merke schon, David, wie viel Input und Wissen du hier vermittelst und wie viel mehr du auch eigentlich vermitteln willst. Und es ist das Webinar, wo ich am wenigsten sage, glaube ich, damit ich dir auch die Bühne lasse, damit du wirklich so viel wie möglich auch hier einbringen kannst, weil ich will dich gar nicht unterbrechen oder irgendwas dazwischen werfen. Es ist einfach perfekt und ich weiß, wie schwierig das ist, so viel Informationen in so einem kompakten Format zu geben. Deshalb auch an der Stelle einfach nochmal Prost und Prost. ich habe im Hintergrund die Zeit kurz genutzt, bin hier mal durch die Konsole gehuscht und habe mir zwei Fragen gecopy-pastet. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass du eine schon halb beantwortet hast. Damit hast du mir hier die halbe Arbeit vielleicht versaut, aber sonst musst du noch ein bisschen näher drauf eingehen. Entschuldigung.
Können wir auch gerne mit anfangen. Nochmal eine Folie weiter hier, sonst trinkt man die ganze Zeit nur. Und zwar haben wir die Rückfrage bekommen, wie man sich denn eigentlich Software-Updates für Aletra vorstellen kann und ob es da was zu beachten gibt. Und jetzt weiß ich nicht, hast du da noch mehr Infos oder hast du das gerade damit schon erschlagen? Ja, also grundsätzlich, so ein Software-Update von so einer Aletra MP kann sowohl über die Web-Oberfläche angestoßen werden, als auch über die DSCC in der GreenLake Cloud. Hier wird ein Knoten nach dem anderen geupdatet. Die starten dann natürlich nacheinander neu. Die Last, die jeweils auf dem Knoten liegt, der neu gestartet wird, wird dann auf den anderen übergesprungen, sozusagen, ohne dass hier eine Ausfallzeit entsteht. Dann updatet der Knoten, fährt dann wieder hoch und übernimmt dann eben die ganzen Schreib- und Leseprozesse vom anderen Knoten und der andere Knoten updatet dann. Okay, Funktioniert auch sehr gut. dann habe ich hier noch eine Frage und ich denke, hier wird sich natürlich darauf bezogen, dass du auf der einen Folie natürlich mit dem Schlagwort 100% Verfügbarkeit schon was ausgerufen hast, was der Hersteller hier mitgibt. Und zwar, wie denn ein Garantiefall bei HPI ablaufen würde und wie denn dort die Reaktionszeiten aussehen würden. Genau. Also aus Erfahrung kann ich sagen, die Garantiefälle, die ich bisher bei so einer Aletra MP hatte, die haben gut funktioniert. Die Reaktionszeiten sind schnell. Meistens war die Hardware dann am nächsten Tag auch schon da. Entsprechend dann auch schon ein Techniker von HPE, der dann zum Beispiel mal einen Austausch von einer Festplatte oder ähnliches vorgenommen hat. Ja, habe ich absolut nichts zu beanstanden aus persönlicher Erfahrung. Das hat immer sehr gut funktioniert. Auch wenn es um exotischere Probleme ging. Wir hatten einen Anwendungsfall, da war die Aletra MP wohl etwas zu laut und direkt gegenüber vom Serverraum waren Büros und das hat die Mitarbeiter dort gestört. Im Endeffekt war es dann doch sehr unkompliziert. Man kann dann nämlich auch einfach über die Web-Oberfläche einen Shell-Zugriff für den HPE-Techniker gewähren. Der hat dort dann Anpassungen an der Firmware von den PSUs gemacht und der Kunde war wieder glücklich. Ich merke das schon, liebes Publikum. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns beim nächsten Mal, wenn wir den David dabei haben, schwierigere Fragen stellen. Der haut das hier aus der Pistole geschossen raus. Den kriegen wir überhaupt nicht ins Schwitzen gebracht. Das ist ja Wahnsinn. Also Hut ab, Darf ich mal David. ganz Das ist kurz, ich lese wirklich. hier gerade noch eine Frage. Das ist nämlich eine sehr gute Frage. Thin Provisioning. Aletra MP macht tatsächlich nur Thin Provisioning. Wir können nicht Thick Provisionen. Das schon mal. Entschuldigung, habe ich Die gerade so Frage war gelesen. also auch zu, alles gut, die Frage war auch zu einfach. Danke, dass du auch proaktiv selber dich aus dem Pool bedienst. Coole Sache. Ja, wir sind auch tatsächlich zeitlich am Ende angelangt. Ich hoffe, es war nicht zu viel. Ich hoffe, es war nicht zu wenig. David, du wirst sagen, es war zu wenig. Wenn offene Fragen geblieben sind, sehr, sehr gerne einfach auf uns zukommen. Sie haben die Kontaktdaten. Gerne stellen wir im Vertrieb den Kontakt direkt zum Herrn Hammes und seinem Team her. Gerne stehen wir natürlich als für alle Rückfragen zur Verfügung, schriftlich, persönlich, per Teams. Da machen wir alles möglich. Da würden wir uns natürlich freuen, wenn wir im Austausch bleiben und hier einfach heute ein bisschen Einblick gewinnen konnten für Sie, was denn hinter HPE Aletra steckt. Und was da vielleicht im Rahmen Ihrer infrastrukturellen Umstellung in Zukunft auf Sie zukommen könnte. Ja, dann auch noch ganz kurz unser Tekken Hop Volume 16. Wir möchten hier natürlich auch schon mal sagen, dass wir im Jahr 25 weitermachen werden. Es wird nicht im, also es wird wahrscheinlich im Januar einen neuen Termin geben. So viel darf ich schon mal spoilern. Es ist aber noch nicht genau fix. Deswegen halten wir Sie hier gerne natürlich über unseren Newsletter auf dem Laufenden. Es war mal Ende Januar angedacht. Das teaser ich jetzt einfach mal an, dass es in die Richtung gehen könnte. Und ich nehme ja auch heraus, mal anzuteasern, dass wir uns mit dem Thema MDR, Managed Detection and Response, für Ihre maximale Sicherheit im Moment sehr beschäftigen für das Thema Tech and Hop. Das ist mein Herzenswunsch, dass wir da Anfang 25 mal drauf eingehen und dass wir hier einfach proaktiv auch mal zeigen würden, wie Sie mit MDR, Bedrohungserkennung und direkte Reaktion durch spezialisierte Sicherheitsteams ja vornehmen könnten, was das für Mehrwerte hat und was da alles funktioniert. Ist jetzt aber kein Versprechen, dass es das Thema wird, aber es wird definitiv eins der Themen werden. Bleiben Sie einfach gespannt und vielleicht noch ganz kurz eine Minute persönliche Worte. Es ist das letzte Tech and Hop, wie schon angekündigt, für dieses Jahr.
Wir haben so viele Zuschauer gehabt, wie noch nie. Wir haben ein neues Format etablieren dürfen mit Ihnen, nämlich das Tech and Talk, wo wir auch weiterhin gerne in Zukunft Themen mit Ihnen besprechen wollen, die Ihnen auf der Seele brennen, wo Sie uns gerne auch Input geben dürfen. Genauso beim Tech and Hop. Wir wollen Ihnen was bieten. Sie dürfen uns gerne Themen vorschlagen. Und mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht, nicht nur heute mit dir, David, sondern auch wirklich über das ganze Jahr hinweg. Wir haben sogar eine Doppelfolge dieses Mal mit unserem Managed Security gemacht, vor ein paar Monaten. Es ist Wahnsinn, wie viele Interessenten und Kunden uns hier die Treue erhalten. Und es hat einfach generell so viel Spaß gemacht, auch was sich daraus ergeben hat, wie viele detaillierte Gespräche und wie oft wir von diesen Technologien überzeugen konnten, weil wir es hier angesprochen haben. Dafür einfach im Rahmen der gesamten KIS-Systemhausgruppe, dem Marketing-Team und alle Beteiligten ganz herzliches Dankeschön an alle. Ich freue mich aufs Jahr 25. Ich wünsche eine ganz tolle Adventszeit und kommen Sie gut ins neue Jahr. David, vielen lieben Dank. Hast du richtig gut gemacht. Du hast dich qualifiziert, dass du nochmal demnächst dafür genutzt werden wirst, wenn wir wieder Themen aus deinem Team haben. Und kannst dich darauf verlassen, kriegst auch ein Bierchen mehr nächstes Mal. Hast du gut gemacht. Das wollte ich hören. Vielen Dank. Nee, hat Spaß gemacht. Schön, dass ich dabei sein durfte. Dankeschön. Gerne. Ihnen allen einen schönen Feierabend und bis ganz bald. Ich freue mich drauf. Bleiben Sie technisch.